Der Tom mit Ukraine. Freunde, ihr seid unglaublich bei dieser Kälte und Dunkelheit, dass ihr noch da seid. Ja, dann, was ist in der Welt geschehen in der letzten Woche? Es gibt eine gute Nachricht und eine schlechte. Ich beginne mit der guten Nachricht, okay? So, die gute Nachricht ist, dass am seltenen Gletscher ein gewisser Marcel Hirscher mit einem wahnsinnigen Vorsprung gewonnen hat. Und das ist der neue Herminator oder der neue Tony Seiler. Also, große Gratulation und wir sollten doch ein bisschen stolz sein, dass ein Österreicher wieder Furore macht in dieser Szene. Ja, das war schon die gute Nachricht. Alles andere sind schlechte Nachrichten. Die Wahl in der Ukraine, ganz überraschend, hat nicht der doch gemäßigte Milliardär gewonnen, sondern mindestens der bisherige Regierungschef, der Falke Arseni Yatsenyuk. Und der ist der Mann der Amerikaner. Das heißt, er wird nicht daran arbeiten, dass dort Friede herrschen wird, sondern dass der Krieg weitergeht. Also anders gesagt, diese Wahl war nichts anderes als die Bestätigung, dass die bisherige Regierung, wie sie ist, weiter regieren wird. Und das Weiterregieren heißt natürlich die Fortsetzung des Krieges. Man muss sich das so vorstellen. Wir leben doch in Europa, richtig. Wir leben in diesem 21. Jahrhundert. Und es gibt ein Land, wo man die ganze Armee des Landes in zwei abtrünnige Provinzen eingesetzt hat. Und die bombardieren dort schon seit 4 Monaten, 6 Monaten zwei große Städte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wenn unser Fernsehen oder Rundfunk meldet, ja, es ist die Wahl, war sehr demokratisch in der Ukraine, es ist dort alles in Ordnung. Nein, dort ist nichts in Ordnung. Und wenn man diesen Leuten in der Kiewer Regierung die Hand reicht, dann sollte man sich das zweimal überlegen. Denn das ganze System, Regierungssystem dort, ist nichts anderes als ein Feudalismus wie im Mittelalter. In jeder Provinz sitzt ein Gouverneur, das ist der hiesige Milliardär, okay? Und der kann natürlich seine Provinz ausbeuten nach Belieben. Das ist der Zustand in der Ukraine. Also, ich bin der Meinung, die Angela Merkel und auch unser Faymann, die sollten die Kiewer Regierung, wie sie heute ist und wie sie auch morgen wird nach dieser Wahl, unter Quarantäne stellen und erst wenn sie sich bessern, dann mit ihnen weiterreden. Aber die machen natürlich etwas ganz anderes. Ja. Es ist unglaublich, was dort alles geschehen ist in den letzten Monaten. Und die Aussichten sind nicht sehr gut, denn die Front verläuft circa 15 Kilometer vom Stadtzentrum von Donetsk und Lugansk. Im Winter, man kann diese Situation unmöglich halten, denn täglich werden diese Städte beschossen mit Artillerie, auch mit Raketen. Und auf der anderen Seite, diese ukrainische Armee, diese 150.000, 200.000 Mann, kann auch unmöglich den ganzen Winter dort stehen und Positionskrieg führen. Natürlich, das kostet wahnsinnig viel Geld, die Ukraine ist pleite. Also, es sollte was geschehen, aber ja, wir werden sehen. Okay, danke für die Aufmerksamkeit. Als nächster der Maxi, bitte, wegen Bilderberger.